Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Alle da, Mitzi guckt aufs schön. Essen. Ich will eigentlich eine Zimtschnecke. Eigentlich ist heute arbeiten, aber ich weiß nicht, Dennis hat sich nicht mehr gemeldet. Mann, ey, mein Hals. Ist ja eigentlich gut. Ich kann schön Husten kriegen, oh meine Güte. Total zockt meine Tochter jetzt, haben wir mal einschlafen. Voll zock. Voll trendy siehst du aus da mit deiner Klamotte. Die hier kleben nicht so, aber die hier schon. Ja. Ich würde jetzt ja stören, oder? Mitti, Mann. Da ruft dieses. Oh, ich bleib nicht. Ja. Mein Telefon an. Mein Telefon. Was ist denn mit meinem Telefon? Funktioniert es jetzt? Darf ich da mal einen Blick draufwerfen? Oder dann ist es meine, hast du jetzt sogar Sichtungs. Ja, aber es hat kein Netz. Ist meine Fotobox? Ja. Unglaublich. Ich krieg das Telefon überhaupt in meiner Hand? Tut mir leid, erst am Donnerstag. Na bitte, na super. Ja, heute offensichtlich kein Auftrag. Schade. Marlieses neues Smartphone. Nein, neuer Jojo. Ah, jetzt muss ich ruhig mein Telefon mal für mich. Kann man da überhaupt Spiele spielen? Boah, ist das nicht völlig unwichtig? So, wir gehen jetzt. Tschüss, Marlies. Viel Spaß mit deinem neuen Telefon. Gott sei Dank habe ich mein Tee gemacht? Hast du Tee gemacht? Ja. Ja, meiner ist schon alle, glaube ich. So, jetzt geht's oft zur Schule. Ich hab kalt. Anscheinend und los. Was ist denn los? Guten Morgen. Mama, Schlüssel, Papa, Schlüssel. Ja. Und Mama, Schlüssel. Willst du dich nicht mal anziehen? Oh, Kind ist in der Schule, das andere Kind muss jetzt in die Kita offensichtlich. Nee. Wie lange haben wir ihn? Nicht ohne meine Kapsel. Lumi? Weiß nicht gleich, ja. Ja. Kommst du frühstücken? Das hat sie gehört. Experiment Day 2. Tag Nummer 2. Das Brötchen fühlt sich sehr leicht an. Wollen wir es mal wiegen? Lumi! Wir haben ein Schoko-Croissant! Rausch? Du hast nur Brot. Schoko-Croissant! Tada! Langsam der Kaffee, Achtung! Dein Kaffee. Du hast dich ja so wunderbar schon angezogen. Jetzt sagt Lumi zu mir, ich weiß nicht mehr wegen was, sie war ein bisschen sauer auf mich und sagt zu mir, das war wirklich klug von dir, Mama, wirklich, wirklich klug. Und guckt mich dann so richtig sauer an. Und das bedeutet, dass das unklug war. Ironisch gemeint. Mama, aber du brauchst doch keinen Kaffee. Nein. Ein bisschen Kaffee geht, aber mir war es schlecht vom Kaffee. Aber heute will ich es mal probieren. Okay, aber Baby, weil du mir zeigst, ja, was Kaffee ist. Mhm.
Das weiß Bescheid, was Kaffee ist. Ich glaube, du findest die Ecke da, wo du hin kotzt zum Kotzen. So, wir stehen einmal das Brötchen auf. Achtung. Oh mein Gott. Auf einmal. Hohlkörper. Vollmaterial. Achtung, ich öffne. Darf ich Ihnen einen netten Tipp geben? Hast du schon gelesen über YouTube? Ich kann die Brötchen durchstanzen und dann habe ich so was wie einen Begel. Oder so, wie man das nennt. Tada! Warum ist da ein Loch? Das frage ich uns auch seit geraumer Zeit. Eigentlich vermutlich, damit man Süßigkeiten reinmachen kann. Und als Anbietschale. Ich weiß, was das ist. Da soll ein Ei rein. Das ist das Brötchen für alles. Die benutzen das als Bagel. Als Eierhalter. Als Käsebrötchen. Die benutzen das für alles. Als Donut. Da machen sie nur Zuckerguss drauf. Das Universalbrötchen. Genau. Die haben nur dieses eine Rezept. Das fällt mir so etwas ein. Zuckerbrot. Zuckergussbrötchen. Ein Zuckergussbrötchen, Brötchen. Das gute alte Zuckergussbrötchen. So rum. Mir ist eh nicht so wohl. Wahrlich, ist schon wieder nicht so wohl. Das ist auch schlecht. Da auf Freitage. Freitage. Freie Tage? Hast du? Die Marlies ist jetzt zu Hause. Sie hat ein Beschäftigungsverbot, weil bringt ja auch nichts. Wenn man dir eine Aufgabe gibt, dann. Schlafen. Genau. Spontan verschlafen. Narkolepsie. Ja, ich habe echt schon mal überlegt, ob ich vielleicht daran leide. Ja, ja. Schwangerschaftsnarkolepsie. Oder einfach. Und furchtbare Übelkeit. Und furchtbare Faulitis. Ein Part mit Narkolepsie bei Bedarf. Du bist ja schon mal. Die Bedarfsnarkolepsie ist ja wirklich was noch nicht doll erforscht ist. Aber hier hätte man ein Versuchsobjekt, wo man das ausprobieren könnte. Ich würde meine Frau kostenfrei zur Verfügung stellen. Zu Versuchszwecke. Ich brüte aus, das braucht viel Energie. Na, offensichtlich ja nicht, wenn man es so sieht. Ja, ich nicht. Ich habe keinen mehr. Das ist alles geklaut. Von 5 cm oben. 5 cm, ne? Vom Kopf bis Po. Vom Kopf bis Po. Dann kommen nochmal die Beine. Ja, das waren so süß. So, jetzt kommst du mal her, Mietzi. Ich habe auf den Sack, dass du ja mit deinem Rumjahraste hier jedes Mal. So, komm her. Mund auf. Ich bin der Meinung, die hat hier an der Seite am Zahn was. Du hast Zahnschmerzen. Ich bin der Meinung. Das ist ein bisschen gerötetes Zahnfleisch, dunkle Stelle im Zahn. Im Zahn? Also nicht, also im. Als wenn der Nerv. Ich muss zum Tierzahnarzt gehen. Ja, hier ist doch, das ist doch Karies. Ja, hier von hinten. Die Zahnschmerzen. Das is ist es. Da steckt nicht mal irgendein Scheiß drin wahrscheinlich. Die Zahnschmerzen. Mach 80 Euro. Ja komm. Blutbild und alten Scheiß. Krümel, Croissant. Das ist ein Croissant-Schuppen. Die Katze hat Zahnschmerzen, das ist es. Hab ich doch gleich gesagt. Der nächste Termin steht an. Lumen geht jetzt wohin? Zur Ergotherapie. Gut. Naja, dann gehen wir halt zur Ergotherapie. Bei der Ergotherapie ist es kuschelig? Nein! Ach so! Was schon sag mein, was macht ihr denn da? Habt ihr ein Kuschelbad? Ein Kuschelbad der Gefühle. Wow! So ein hübsches Mädchen.
sich heute mal ein bisschen wetterangepasster angezogen mit Stuhl. Ja, aber wow. Wow. Oh, ist aber auch schöner Sonnenschein gerade. Ja. Extra, damit du deine Schuhe. Ja, nicht zu, macht jetzt die Schuhe richtig. Ja, die kann man nur mal ein bisschen zumachen, sonst, dann sonst du bist, verlierst du. Zeig dir mal, wie das funktioniert. Das weißt du. Du weißt, wie das geht? Ja, das ist eigentlich total gut, dass ich wollte. Wow! Wenn es mit diesen Druckknöpfen ist. Na denn, komm. Oh, was für ein geiles Wetter. Oh, ist jetzt schön. Was steht da? Kann ich lesen. Doch, das Wort kannst du lesen. Was steht da? Das ist in der Mitte. Oh. Da, das hier, wo mein Daumen drauf zeigt. Ich versuch da, wo dein Daumen drauf zeigt. Das hier. Dieses Wort. Das kann ich nicht. Kannst du nicht erkennen, was da steht? Nein. Da steht Lumen. Hä? Aber das kann ich doch nicht so können. Nein, ich dachte, du bist auch schon mit drauf. Das ist ein anderer Schrifttyp. Das ist falsch rum. Ich hab sehr voll getan. Warte, warte. Ein Spiegel. Jetzt? Kannst du es jetzt erkennen? Nein. Spiegel, Mann. Ja, ich hab keinen Spiegel. Aber wir haben ja gleich halb. Wann musst du da sein? Um halb fängt es an. Ach so. Ey, Mann, diese abgenackten Äpfel, die überall rumliegen. Wahnsinn. Jetzt erstmal einen Apfel. Vitamine für die ganze Familie. So. Jetzt geht's wieder nach Hause. Lumi hat einen neuen Korb. Tada! Anna und Elsa Korb. Das ist nur Olaf und Anna. Nur Olaf und Anna. Nein, das ist nur Olaf und Elsa. Olaf und Elsa. Naja, ich hab ja keine Ahnung von sowas. Ich hab hier den Korb gewonnen. Eben, und nun hat sie ihn. Na sowas. YouTube macht es möglich. YouTube-Millionär. Viel Arbeit und keine, gar keinen Cent. Genau. Das ist so müllig, ey. Überall der Müll auf den Straßen hier, ist furchtbar. Kisten brauche ich für, wie heißt der? Perry Rosen. Ja, machen wir erstmal die Kisten. So, haben wir. Na dann, entweder. Ja, dann wollen wir, dass das schnell brennt hier, schnell Feuer fängt.
Gut. Jetzt wird gut angenommen mit Feuer. Jetzt guckt da mal von hier und schaut mal zu, wie ich wieder mal und wie immer jedes Zimmer ein bisschen ordentlicher mache. Das Ganze sieht da denn in Zeitraffer. Weil denn langsam ist das nicht zu ertragen, dauert ewig und macht überhaupt keinen Spaß. Also, bis gleich. Gleich ist es hier ordentlich. Hoffe ich. Oh, ich hoffe. Ich fange an. Ja, und dadurch, dass ich jetzt nicht zum Bayer fahren konnte, habe ich das Auto voll mit Kisten gemacht. Das war das Endprodukt. Mhm. Ja, ein bisschen verknatterte Baum suchen. Ja, ja. Sieht ein bisschen freundlicher aus. Das wollte ich, glaube ich, auch so machen. Das mag ich. Na, wir sind fertig. Ich bin fertig. Marlies macht hinten noch das Licht aus jetzt. 3 Stunden 4 bin ich hier. 3 Stunden 4 bin ich hier. Leider dürft ihr die Bilder nicht sehen, die meine Frau gemacht hat. Die sind noch nicht zur Veröffentlichung freigegeben. Die werden es auch nie werden. Weil Marlies ist nämlich nie zufrieden mit ihren Bildern. So ist das mit Künstlern. Wer weiß, wie viel Picasso eigentlich wirklich gemalt hat. Zum Beispiel. Oder alle anderen. Die mache ich auch, die hier. Millionen von Bildern. Ja, das finde ich auch geschickt. Ja, ihr dürft es ja nicht sehen. Hm?
Ja, ist doch schön, der Platz ist frei, man kann hier wieder arbeiten. Ja, das war lange nicht möglich. Und was tauchen wir jetzt? Ja, meine Frau hat hier die Dinger mal kaputt gemacht. Das war die Katze. Ja, sie sagt immer noch, das war die Katze. Ja, das war auch die Katze. Und dann, nachdem sie total zerbrochen waren, wohl die packt erst das eine und dann später das andere kaputt. Hat sie wieder ganz gemacht und restauriert und repariert und bemalt. Bemalt wieder neu. Marlies kann schon was, aber das zeigt sie nicht jedem. Naja, eben sein Hobby. So, Mensch. Letzter Akt für heute. Mama, ja? Mama, Hochzeit. Mama, Hochzeit? Ja, sie redet ganz viel davon, dass wir verheiratet sind. Ja. Verheiratet sein. Ja. Mama ist eine Frau. Mama ist eine Frau. Das musst du auch oft sagen, weil das vergisst man ab und zu, dass Mama eine Frau ist. Mama ist Königreich. So, ich stelle noch ein. Noch ein, zwei Sachen. 3 Stunden jetzt zusammengeballert da drüben. Bin mal gespannt, wie das im Zeitraffer aussieht. Und dann schneide ich den ganzen Kram zusammen, den Kladderadatsch. Das ist ja wieder nicht viel. Aber das ist halt der Tag von heute, ne? Wer möchte das normale Leben erleben? Der soll sein Leben einfach leben. Oder so. Wir sehen uns. Genau, ich esse noch ein bisschen Suppe. Und wir sehen uns morgen wieder. Hoffe ich doch. Mit Neut aus dem Garten.